Auch heuer stellte sich Rock am Zug in den Dienst der guten Sache. Und die musikalische Botschaft geht weit über die Schwäche der Grenzen hinaus. Rock am Zug ging am vergangenen Wochenende in seine vierte Auflage. Im Gedenken an ihren verstorbenen Freund Stefan Kamper ist Rock am Zug eine Benefizveranstaltung für das Schwechater Eisenbahnmuseum. Grundsätzlich ist es ja eine Benefizveranstaltung für das Eisenbahnmuseum Schwechat und ein Tribut an unseren leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Stefan Kamper, der eigentlich immer die Idee hatte, Schwermetallmusik im Schwermetallmuseum zu machen. Und ihm zu Ehren haben da der Richie Brandl und ich, das ist vor 4 Jahren, quasi das erste Mal über die Bühne gebracht, und seither ist es, wie du schon gesagt hast, Tradition und es kommen immer mehr Leute, es spricht sich herum. Sehr große Freude dabei und die Bands spielen zum Großteil kostenlos, die Helfer sind alle kostenlos da, es ist wirklich großartig. Er war ein großer Heavy-Metal-Fan, war auf vielen Konzerten und hat sich das angeschaut und wollte eben im Museum, im Eisenbahnmuseum Schwechat, so ein Event mal veranstalten. Leider Gottes kam es nicht mehr dazu. Jetzt veranstalten seine Freunde und die befreundeten Rockbands ein Festival in Andenken an ihn. Zunächst galt es, die Location überhaupt für solch ein Event tauglich zu machen. Bemühungen, die sich schon bald bezahlt gemacht haben. Es ist einfach gewachsen, dank aller Helfer. Gott sei Dank haben wir so viele Helfer, die überall mithelfen und überall die Hände zur Verfügung stellen. Es ist einfach gewachsen und wesentlich, hoffentlich wachsen wir weiter. Es ist einzigartig. Wie wir das geplant haben, vor 4,5 Jahren, das erste Mal, haben wir gesagt, okay, wir werden mit dem Zug einmal rausfahren. Technisch waren wir uns da nicht ganz sicher, wie kann das funktionieren. Und dann haben aber alle unsere Techniker und Helfer da gesagt, naja, wenn wir das machen, fährt jede Band raus und wieder rein. Dann haben wir gesagt, okay, bringen wir das technisch hin. Dann haben wir gesagt, ja, das überlegen wir uns. Das ist natürlich das Highlight an dem Ganzen am Zug. Aber raus und reinfahren zu Beginn und zu Ende des Konzertes. Seit 2 Jahren haben wir noch eine Bürotechnik mit dabei, der Dwal, der uns da mithilft. Also richtig großes Kino schon. Mit I'm a Sloth, Die Trust, Sympathy for Strawberry, Erased und Macho Blue waren heuer bereits 5 Bands am Start.